Im Ruhrrevier liegt das größte deutsche Steinkohlevorkommen. Werfen wir einen Blick ins Innere der Erde, so können wir sehen, wo die Kohleschichten im Untergrund liegen. Sie sind eingebettet in einen rund 3000 Meter dicken Schichtenstapel, der im Süden des Ruhrgebietes die Erdoberfläche erreicht, nach Norden zu immer tiefer abtaucht. Als die Kohle entstand, sah es in diesem Gebiet ganz anders aus. Das war vor etwa 300 Millionen Jahren, in der Karbonzeit. Am Rande eines flachen Meeres breiteten sich riesige Sumpfwälder aus. Das Klima war warm und feucht. Es wuchsen Pflanzen, die es heute gar nicht mehr gibt. Schuppenbäume und Siegelbäume zum Beispiel. Daneben baumhohe Farne und riesige Schachtelhalme. Auch Libellen lebten hier mit Flügelspannweiten von beinahe einem Meter. Von Zeit zu Zeit wurden die Sumpfwälder überflutet, weil sich das Land senkte. Die Bäume starben ab und versanken im Wasser. Flüsse aus dem nahen Gebirge deckten die Pflanzenreste mit ihren Ablagerungen aus Schlamm, Sand und Geröll zu. Darauf begannen neue Wälder zu wachsen. Und wieder starben sie ab und wurden von Ablagerungen begraben. Der Vorgang wiederholte sich immer wieder. In der Tiefe wurden die Pflanzen mehr und mehr zusammengepresst und erwärmt. Das Holz begann sich langsam umzuwandeln. Aus Holz wurde Torf, dann Braunkohle und schließlich Steinkohle. Aus einer 20 Meter dicken Holzschicht entstand so eine 2 Meter dicke Kohleschicht. Mehr als 100 Kohleschichten bildeten sich auf diese Weise in einem Zeitraum von rund 40 Millionen Jahren. Später dann wurden die Gesteins- und Kohleschichten von den Kräften im Erdinnern zusammengedrückt und zu einem Gebirge aufgefaltet. Dabei zerbrachen ganze Gesteinspakete und verschoben sich gegeneinander. Verwitterung und Abtragung legten die Kohleschichten an der Erdoberfläche bloß. Vor etwa 100 Millionen Jahren, in der Kreidezeit, wurde das Land wieder vom Meer aus dem Norden überflutet. Sand, Ton und Kalk lagerten sich ab und überdeckten die kohleführenden Schichten. Das Deckgebirge entstand. Nur der Südrand des Ruhrgebiets wurde vom Meer nicht mehr erreicht. Dort fehlt das Deckgebirge und die Flöze kommen bis an die Oberfläche. Dort begann auch der Abbau der Steinkohle, vor etwa 700 Jahren.